Willkommen zurück bei Bildungshacks, ein Format von der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Kein politisches Thema beschäftigt uns aktuell so sehr wie der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Viele Lehrerinnen und Lehrer stehen vor der Herausforderung, das Thema angemessen im Unterricht zu behandeln. Worauf ihr dabei achten solltet, darüber sprechen wir heute mit der Diplompsychologin Elisabeth Raffauf und mit Nicole Rieber. Sie leitet die Online-Angebote Streitkultur 3.0 und Friedenfragen. Hallo Elisabeth, worauf sollten denn Lehrende achten, wenn sie mit den Schülerinnen und Schülern über den Krieg sprechen wollen? Hallo Fili. Also Lehrkräfte haben häufig vor allem zwei Fragen. Eben das eine ist, sollen wir darüber sprechen? Und das andere ist, sollen wir die Wahrheit sagen? Und ich würde sagen, beides ja. Die Frage ist natürlich, wie sprechen wir darüber? Und wenn wir eigene große Ängste haben, ist es wichtig, die nicht auf die Kinder zu übertragen, sondern die Kinder da abzuholen, wo sie sind. Also die Kinder zu fragen, was habt ihr gehört? Was wollt ihr wissen? Worüber möchtet ihr sprechen? Viele Lehrende berichten von der Sorge, die Ängste der Schülerinnen und Schüler nicht richtig auffangen zu können oder dass sie sich selbst nicht gut genug informiert fühlen, um über den Krieg zu sprechen. Was rätst du ihnen? Ja, es ist erstmal nochmal wichtig, auch zu gucken, dass wir darüber sprechen sollten. Also, dass Lehrkräfte ganz klar wissen, wenn wir den Kindern sagen, es ist alles nicht so schlimm, das verunsichert die Kinder, sondern weil sie nämlich ihr Gefühl ein anderes ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Kindern sagen, ja, dein Gefühl stimmt, da ist was. Darüber machen sich auch Erwachsene Sorgen und das ist gut, darüber zu sprechen und sozusagen das auf mehrere Schultern zu verteilen und das einzuordnen. Und wenn Lehrkräfte Sorge haben, dass sie sagen, ich kann ja vielleicht gar nicht so genau sagen, was die Kinder wissen wollen, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Lehrkräfte können auch sagen, ich weiß auch nicht so genau, wir machen uns mal gemeinsam auf die Suche zum Beispiel. Und wenn sie selber sagen, ich bin so belastet, ist es wichtig, dass sie mit anderen Erwachsenen sprechen, dass sie sozusagen ihre Ängste nicht auf die Kinder übertragen und sagen, ich brauche erstmal Selbstunterstützung und auch kann auch erstmal gucken, wer kann mich unterstützen. Aus unserer Community kam auch die Frage, wie Lehrkräfte damit umgehen sollten, wenn in der Klasse auch Schüler mit Fluchtgeschichte sitzen. Was empfiehlst du in so einem Fall? Ja, da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass man natürlich die Kinder selber fragen kann. Wer möchte darüber reden? Wer möchte nicht darüber reden? Wo steht ihr gerade? Und dass man einzelnen Kindern auch gestattet, wenn wir darüber sprechen, dann musst du in der Stunde auch nicht dabei sein. Das ist auch in Ordnung. Und gleichzeitig kann man natürlich auch, wenn es einzelne Familien sind, auch in der Familie fragen. Wie ist das? Wie redet ihr darüber? Was ist vorgefallen vielleicht auch? Und was denkt ihr als Eltern, können wir darüber sprechen oder lieber nicht? Elisabeth, vielen Dank für deine Einschätzung. Sehr gerne. Jetzt wollen wir das Thema auch aus einer medienpädagogischen Perspektive betrachten, gemeinsam mit der Medienwissenschaftlerin Nicole Rieber. Nicole, erstmal zur Einordnung. Welche Rolle spielen soziale Netzwerke in der aktuellen Situation als Informationsquelle für Kinder und Jugendliche? Hallo Fili. Tatsächlich suchen Jugendliche ihre Informationen über den Krieg in der Ukraine anders als sonst vor allem bei ihren Eltern und bei klassischen Medien. Trotzdem sind sie natürlich weiterhin in den sozialen Netzwerken unterwegs und stoßen dabei immer wieder auf Inhalte zum Krieg, auch wenn sie sich gar nicht damit beschäftigen wollen. Dazu kommt, dass die Inhalte in den sozialen Medien ungefilterter sind, Kontextinformationen meist fehlen und durch die persönliche Ansprache auch noch mal viel mehr Nähe erzeugt wird. Das kann Ängste, die Jugendlichen sowieso schon haben, noch mal mehr verstärken. In den sozialen Medien kursieren ja auch viele falsche Informationen über den Krieg. Wie können Lehrkräfte die Schülerinnen und Schüler denn für dieses Problem sensibilisieren? Dieser Krieg ist ein Informationskrieg. Das können wir zum Beispiel auf TikTok beobachten. Dort kursieren Videos, die in anderen Kriegsgebieten aufgenommen wurden, das Bildmaterial aber für die Ukraine ausgegeben wird. Oder Audiospuren werden auch verändert, dass im Hintergrund Schüsse zu hören sind, die in Wirklichkeit im Original gar nicht vorkommen. Es ist wichtig, dass Jugendlichen klar wird, dass es Menschen gibt, die aufgrund von Desinformation und Propaganda in einer anderen Faktenwelt leben als wir. Lehrerinnen und Lehrer können Kindern und Jugendlichen einen Raum öffnen, in dem sie über die gesehenen Informationen und Inhalte auf Social Media miteinander sprechen und in den Austausch kommen. Das ist wichtig, weil die Timelines von Social Media Accounts ja personalisiert sind und so Erfahrungen sehr unterschiedlich sein können. Du hast gerade auch das Stichwort Informationskrieg genannt. Viele Online-Inhalte lassen sich ja gar nicht so leicht verifizieren. Was können Lehrende den Schülerinnen und Schülern trotzdem mit an die Hand geben?
Lehrkräfte sollten Jugendlichen vermitteln, dass wenn sie zum Beispiel ein krasses Video sehen, dieses erstmal nicht zu teilen und je nach Inhalt vielleicht sogar zu melden. Um die Echtheit von solchen Videos dann zu überprüfen, können Sie beispielsweise mit Suchmaschinen eine Recherche durchführen oder auch auf Mimikama gehen und schauen, ob andere seriöse Nachrichtenquellen ebenfalls über das Thema berichten. Falls nicht, sollte das auf jeden Fall schon mal stutzig machen. Und dann sollten Lehrerinnen und Lehrer auch die kritische Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern stärken. Das bedeutet, dass sie zum Beispiel die Sensibilität erhöhen, dass nur weil eine Webseite professionell aufgemacht ist oder weil ein Inhalt häufig geteilt oder geliked wird, deswegen nicht unbedingt wahr sein muss. Welche Webseiten und digitalen Tools kannst du denn Lehrenden empfehlen, die den sogenannten Informations- und Cyberkrieg im Unterricht besprechen wollen? Da fällt mir zum Ersten natürlich erstmal unser Online-Portal Friedenfragen ein. Das ist ein Online-Portal für Kinder und Jugendliche zum Thema Krieg und Frieden, Streit und Gewalt. Und Kinder und Jugendliche können dort Fragen stellen, die wir dann persönlich im Redaktionsteam beantworten. Dann gibt es noch unser Projekt Hashtag Verschwörung. Und dort gibt es ein Thema zu sozialen Medien, Verschwörungstheorien und Desinformation. Eine Methode dort ist eine digitale Schnitzeljagd mit der App Actionbound, die dann Lehrkräfte mit ihrer Klasse durchführen können. Zum Thema Fake News würde ich die App Streitkultur 3.0 empfehlen. Dort gibt es einen Themenkomplex Fake oder Fakt, der sich damit beschäftigt, was Desinformationen denn überhaupt sind und warum es sie gibt. Ich finde es nämlich wichtig, Kindern zu vermitteln, dass Menschen mit Falschinformationen auch Geld verdienen oder natürlich auch Menschen und Gruppierungen Desinformationen nutzen, um Meinungen oder Stimmungen zu beeinflussen. Und ganz allgemein würde ich gerne die Vielfalt-Mediathek von Demokratie Leben empfehlen. Dort gibt es ganz viele Unterrichtseinheiten zur Demokratieförderung, die Lehrkräfte dann einsetzen können. Nicole, vielen Dank für deine Tipps. Alle erwähnten Tools und Webseiten haben wir euch wie immer unter diesem Video verlinkt. Fassen wir zusammen. Aus psychologischer Perspektive ist es das Wichtigste überhaupt, den Krieg im Unterricht zu thematisieren. Kinder und Jugendliche beschäftigt die aktuelle Situation in der Ukraine genauso wie uns Erwachsene. Deswegen benötigen sie einen Raum, um ihre Sorgen zu teilen und auch Fragen zu stellen. Und dieser Krieg ist auch ein Informationskrieg. Deswegen brauchen Schülerinnen und Schüler Medienkompetenz, um die Online-Inhalte über die aktuelle Lage in der Ukraine besser einordnen zu können. Wir hoffen, dass euch die Tipps von Elisabeth und Nicole im Unterricht weiterhelfen und freuen uns wie immer über Feedback und weitere Themenvorschläge für kommende Folgen. Ihr erreicht uns per Mail an redaktion@werkstatt.bpb.de oder über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Twitter und Instagram. Wir sind raus für heute. Bleibt gesund. Ahoi!